Herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ich möchte mit dir heute einmal über ein Thema sprechen, was mir sehr am Herzen liegt. Denn dieses Thema begegnet mir relativ regelmäßig in meiner tagtäglichen Arbeit als Physiotherapeut und im Ganzen liegen verschiedene Irrtümer auf, die ich heute mit dir einmal besprechen möchte. Falls du denkst, dass Bekannte, Freunde oder Familie auch davon betroffen sind, dann teile dieses Video auf jeden Fall gerne. Ich würde mich über ein Like freuen oder wenn du diesen Kanal abonnierst, sodass mit der Zeit immer mehr Leute auf diese Videos stoßen. Damit würdest du mir eine riesige Freude machen. Aber zunächst reden wir jetzt einmal erstmal um das Thema. Es geht um Kribbeln, Pelzigkeit oder vielleicht sogar Taubheit in einer der beiden Hände oder vielleicht auch in beiden Händen. Wir wollen das Ganze etwas näher eingrenzen und das ist auch ganz wichtig, diese Unterscheidung hier in diesem Fall zu machen, denn uns geht es jetzt einmal darum, dass wir besprechen, was es damit auf sich hat, wenn die Kleinfingerseite betroffen ist, das heißt der kleine Finger und Teile des Ringfingers möglicherweise auch. Das heißt, das solltest du jetzt immer im Kopf behalten, um diese Problematik geht es in diesem Video. Und ich erzähle einfach mal so ein, zwei Stories aus meiner tagtäglichen Praxis, was schon häufiger vorgekommen ist, ist, dass ein Patient mit der Hauptsymptomatik, dass eben diese Seite kribbelt, Probleme macht, in die Praxis zur Arbeit kommt und das dann einfach so berichtet und dann schaut man sich das Ganze an, guckt sich das Rezept an, er war vorher beim Arzt und bespricht einfach, was dieser festgestellt hat. Und dann kommt es nicht selten vor, dass zum Beispiel ein MRT vorher von der Halswirbelsäule gemacht wurde und auf dem MRT kommt zum Beispiel so eine leichte Bandscheibenvorwölbung zwischen dem zweiten und dem dritten Halswirbel zum Vorschein und dann wird schnell gesagt, jo, da haben wir den Übeltäter. Diese Problematik ist für die Beschwerde quasi an der Kleinfingerseite verantwortlich. Und da haben wir direkt den ersten Irrtum. Das ist rein anatomisch quasi nicht möglich. Und das muss man einfach mal so festhalten. Ich möchte nicht zu tief in die Materie der Anatomie nun eindringen, da das Video sich eben vordergründig an dich als Betroffenen richtet. Aber es ist so, dass eigentlich die Bandscheibe zwischen dem siebten Halswirbel und dem ersten Brustwirbel betroffen sein müsste. Und da dieses ein sehr festes Segment ist, sehen wir das sehr selten in der Praxis. Viel häufiger sehen wir eine andere Problematik, die dann eben zu dieser Problematik führt. Und das sind verschiedene Engstellen. Man muss sich einmal kurz vor Augen halten, dass es ein größeres Nervengeflecht gibt, was hier so in diesem Bereich quasi runterläuft und unseren Arm versorgt. Dieses Nervengeflecht unterteilt sich in verschiedene Stränge, unter anderem den Nerv ulnaris. Dafür habe ich hier an dieser Stelle auch ein anderes Video schon gemacht. Dieser Nerv, der versorgt die Kleinfingerseite. Und ja, wenn ihr jetzt mitraten müsstet, dann würdet ihr wahrscheinlich auch vermuten, okay, mit diesem Nerv muss dann irgendwas sein, wenn die Versorgung dort nicht mehr so ganz so gut gewährleistet ist. Und damit legt ihr auch völlig richtig, denn es gibt verschiedene Engstellen für dieses Nervengeflecht bzw. für diese Abzweigung. Und da reden wir einmal über muskuläre Engstellen. Das ist einmal eine Engstelle, die zwischen sogenannten Scalenimuskeln der Halswirbelsäule bestehen kann. Dazu habe ich in diesem Video auch verschiedene Übungen zur Dehnung gezeigt. Aber auch zum Beispiel vom pectoralis minor Muskel, das ist der kleine Brustmuskel. Auch dort können Probleme auftreten und für diese Problematik dann an der kleinen Fingerseite führen. Aber auch zum Beispiel eine Problematik der ersten Rippe. Das heißt, all diese Strukturen können das, weswegen du das Video gerade schaust, durchaus auslösen. Und das sieht man in der Praxis auch sehr, sehr häufig. Jetzt gibt es einen Orientierungstest, den du vielleicht einfach mal mitmachen kannst, um sich das Ganze zu bestätigen. Wichtig ist aber nur, sich da klar zu machen, der hat keine hundertprozentige Garantie oder Sicherheit. Der kann, wenn er auffällig ist, eine Tendenz dahingehend zeigen, dass eben diese Strukturen betroffen sind und den ganzen Test macht man einmal so, dass man in die U-Haltung geht mit seinen Armen, 90 Grad, dann maximale Außenrotation und in dieser Position einfach mal für eine Minute kräftig die Faust schließen und wieder öffnen und während dieser Zeit müssten dann die Probleme und Symptome, die du hast, reproduziert werden können. Okay, also halten wir fest, was haben wir bisher festgestellt? Die Halswirbelsäule ist erstmal nicht mit betroffen, selbst wenn das MRT das sagt. Aber haltet die vor Augen, es geht um die Kleinfingerseite. Was können wir noch festhalten? Es sind muskuläre oder beziehungsweise Weichteilengstellen dieses Bereiches hier,
Und wenn wir jetzt einen Schritt weiter denken, wie kann man das Problem dann beheben? Genau, indem man diese Engstellen im Prinzip behebt. Das kann zum einen der Physiotherapeut durch passive Technik machen, aber da bist auch du gefragt mit aktiven Dehn- und Mobilisationsübungen zum Beispiel, die ich wie gesagt in einem Video unter anderem gezeigt habe. Wichtig ist aber auch zu betonen, das heißt, wir reden ja hier über neurologische Symptome im entfernten Sinne. Und wenn diese Probleme bestehen bleiben oder die irgendwas nicht ganz koscher vorkommt, dann solltest du auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen und dann in der Folge zum Physiotherapeuten das ganz individuell für dich eben besprechen. Das Ziel meines Videos ist es, dir erstmal die Angst zu nehmen, dass möglicherweise deine Halswirbelsäule einen größeren Defekt hat und dich einfach so ein bisschen zu erden und dich zu beruhigen. Der nächste Schritt sollte dann trotzdem sein, zum Arzt zu gehen und das Ganze einmal in Ruhe zu besprechen. Mein Video dient eher zur Aufklärung. Ich hoffe, dass ich dir damit helfen konnte, dass ich dir so ein bisschen einen Weg aufzeigen konnte. Diese Probleme bekommt man fast immer gut in den Griff. Auch dabei soll einmal gesagt sein, dass Stress eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Das heißt, stell dir an dieser Frage selbstkritisch die Frage, hast du aktuell hohen Stress in deinem Alltag, der vielleicht sonst nicht da ist? Dann kann das auf jeden Fall auch ein Faktor sein, dass diese Unterversorgung quasi aktuell so zustande gekommen ist. Und bei weiteren Fragen, schreib mir diese gerne in die Kommentare. Ich würde mich wie gesagt über ein Abo riesig freuen, damit würdest du mir eine riesige Freude machen. Würde mich auch freuen, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Also in diesem Sinne, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.